Ja, mein Name ist Thomas Posbeck. Ich bin Professor an der Hochschule in Heilbronn im Studiengang Produktion und Prozessmanagement in der Fakultät für technische Prozesse. Wir befinden uns heute auf dem Bundesgartenschaugelände in Heilbronn. Und in diesem Raum steht auch diese automatisierte Bepflanzungsanlage, die heute präsentiert worden ist. Es ist ein Projekt von Studierenden. Und diese Studierenden haben von der Konstruktion der Maschine bis zur Realisierung, also sprich dem Zusammenbau und der Programmierung der Maschine, sämtliche Arbeitsprozesse selbstständig durchgeführt. Diese Maschine produziert bzw. bepflanzt Blumentöpfe und zwar individualisiert. Das bedeutet, jeder Besucher auf dieser Bundesgartenschau kann sich seinen eigenen Blumentopf produzieren lassen, sich Samen auswählen, ein eigenes Bild malen, einen eigenen Text verfassen, der dann im Anschluss auf den Blumentopf drauf gedruckt wird. Mein Name ist Fabian Finkbeiner. Ich habe Robotik und Automation im Bachelor studiert an der Hochschule Heilbronn und studiere jetzt Mechatronik und Robotik im Master auch in der Hochschule Heilbronn. An der Maschine habe ich die Programmierung des Roboters mithilfe der Stäubli Unival PLC Bibliothek gemacht. Ein Vorteil der Unival PLC Schnittstelle ist auch, dass man nicht neue Roboterprogrammiersprachen lernen muss, sondern einfach den Roboter mithilfe der SPS Programmiersprachen programmieren kann. Die Anwendung der Unival PLC Schnittstelle war sehr einfach und ging auch sehr gut. Nur war ja noch einiger Entwicklungsaufwand für dieses Projekt notwendig. Und da gab es die ein oder andere Herausforderung. Für die Entwicklung habe ich bei der Bachelor-Thesis ungefähr 3 Monate gebraucht und für die Programmierung selbst maximal 4 Wochen. Vorher habe ich noch nie mit Unival PLC gearbeitet. Und Industrie 4.0 mal runtergebrochen für uns heute bedeutet, dass wirklich jeder Besucher in der Lage ist, sich seinen persönlichen Blumentopf fertigen zu lassen.